Ah, jetzt habe ich 8 Stunden lang meine Unterrichtsplanung in ein Word hineingeschrieben. Jetzt bin ich so ein richtig digitaler Lehrer. Fehlermeldung? Word ist abgestürzt? Ja, aber ich habe es doch nicht gespeichert! Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute geht es um digitalen Unterricht. Und es gibt Quellen wie diese, von denen ich großer Fan bin, die aber sagen, dass digitaler Unterricht oder Geräte in den Händen von Schülern und Lehrern das Lernen prinzipiell nicht besser machen. Und das ist absolut wahr, jedoch bin ich einfach der Meinung, dass die meisten Lehrpersonen und Schüler vielleicht einfach noch nicht wissen, wie man diese einsetzen kann, damit das Lernen tatsächlich gefördert werden kann. Und heute möchte ich ein paar Kriterien vorstellen aus den letzten 3 bis 4 Jahren Erfahrung, die ich gemacht habe, in denen ich fast nur noch mit Tablets digital und fast papierlos gearbeitet habe. Okay, kurz zu meinem Hintergrund. Ich arbeite seit bald 4 Jahren an dieser Schule und alle Schüler bei uns sind mit einem Tablet ausgerüstet. Nein, wir sind keine Privatschule, wir sind eine öffentliche Volksschule, wo aber die Schulverwaltung und die Leitenden dieser Schule es budgetmäßig hingekriegt haben, dass die Schüler mit Geräten ausgerüstet werden, die der Schule aber weiterhin gehören und diese am Ende wieder abgeben müssen nach ihrer Schulzeit. Als ich hier begonnen habe, habe ich eine Mischung gemacht aus Papier und Unterricht digital und ich habe ganz viele Fehler gemacht. Ich habe wirklich komplizierte Wege gefunden, um den Schülern das Material zuzustellen und das hat immer ganz viel Zeit gekostet, bis die Schüler effektiv mit dem Lernen beginnen konnten. Und über diese letzten 3-4 Jahre konnte ich wirklich meine Erfahrungen aufbauen und habe so diese Kriterien zusammengestellt, damit ihr möglichst guten digitalen Unterricht auch durchführen könnt. Die Kriterien, die ich nennen werde, sind auf einer Metaebene. Das heißt, eigentlich spielt es keine Rolle, auf was für Geräten oder mit was für Webseiten und Tools, dass ihr arbeitet, sondern diese Kriterien sind wirklich so angedacht, dass sie auch noch vielleicht in 10, 20 Jahren gelten, unabhängig von der Software oder von der Hardware, die man benutzt. Und eine letzte Anmerkung, bevor ich beginne. Es ist wirklich nur meine Erfahrung, nur meine Meinung. Es können sich auch noch Dinge ändern in Zukunft. Und es gäbe sicher noch viel mehr Kriterien, aber das sind so mal diese wichtigsten, die ich für mich erarbeitet habe. Hier noch eine kleine erste Voranmerkung. Ich arbeite hauptsächlich mit Google-Programmen. Das heißt, unsere Schüler haben Google-Logins und ich weiß, das ist noch nicht in jedem Land, an jeder Schule möglich, aus Datenschutzgründen. Und ihr müsst nicht zwingend Google benutzen. Ich werde einfach das als Beispiel nehmen und ihr könnt natürlich auch andere Dinge nutzen. Gut, Kriterium Nummer 1, die Gerätewahl. Das Gerät sollte die Funktion über Fotografie, Textbearbeitung hat sowieso alles und Tonaufnahme verfügen, weil damit können die Schüler weiterhin in Heften arbeiten und beispielsweise ihre handschriftliche Arbeit abfotografieren und euch digital abgeben. Und das kann aktuell nur ein Tablet oder ein Smartphone. Aber das Smartphone hat einfach die Möglichkeit, dass es die Schüler natürlich ablenkt, weil da noch das WhatsApp offen ist oder was auch immer. Deshalb am besten ein Schultablet, mit dem man auch Tonaufnahmen machen kann, Videoaufnahmen, aber auch natürlich normale Textdokumente bearbeiten kann. Und der große Vorteil von Tablets ist, die starten meistens schneller auf als Laptops. Deshalb ist meine aktuelle Wahl als Favorit definitiv ein Tablet. Und dazu kommt noch übrigens, dass Tablets viel kinder- und jugendfreundlicher sind, weil sie viel intuitiver und einfacher zu bedienen sind als ein Laptop, der halt viel, viel mehr Funktionen bietet. Und trotzdem kann man noch hinzufügen, ich arbeite hauptsächlich mit dem Laptop, weil ich mehr Funktionen bedienen können muss grundsätzlich und habe aber auch ein Tablet, um zu üben, damit ich aus Schülersicht sehe, wie es dann bei Ihnen erscheinen wird. Kriterium Nummer 2 und das ist etwas, an dem ich sehr, sehr lange gearbeitet habe und das, worin die meisten Lehrpersonen am Anfang in die Falle tappen werden. Und zwar ist das, die Dinge möglichst kompliziert zu machen. Und deshalb lautet das Kriterium, einen möglichst kurzen Klickweg ermöglichen. Das heißt, man hat verschiedene Apps, Webseiten, Programme, die man zusammenstellt als Lehrperson und man muss sich überlegen, dass wenn man den Schülern das Material zur Verfügung stellt, dass sie möglichst in nur 2, 3 Klicks bereits das Unterrichtsmaterial offen haben. Und nicht, dass man über verschiedene Programme und dann diesen Link und dann dort und dann muss man dahin und dann das öffnen und dann das Programm so öffnen und so weiter. Und das macht dir kompliziert als Lehrperson und es macht den Schülern kompliziert. Deshalb das Kriterium, wie baue ich mein Material zusammen, damit ein möglichst kurzer Klickweg entsteht. Und hier als Beispiel für den kürzesten Klickweg noch, wenn es geht,
möglichst wenig Logins. Versucht nicht irgendwie 5 Webseiten zu benutzen und für jede dieser Webseite braucht man ein Login. Dann verliert ihr nur schon Stunden damit, dass Schüler ihre Logins wieder vergessen und so weiter. Und das ist halt zum Beispiel der Vorteil von Google. Ich habe ein Google Login pro Schüler und die können das oft auf viele verschiedene Webseiten anwenden, ohne dass sie ein zusätzliches Login erstellen müssen. Das dritte Kriterium ist ein Orientierungspunkt der Unterrichtssammlung. Das heißt, es braucht einen Ort, den sich die Schüler merken können. Ganz einfach. In meinem Fall ist es eine Webseite, die ist einfach mein Vorname plus Nachname von Weebly. Weebly, da kann man kostenlos Webseiten erstellen, ohne programmieren können zu müssen. Und auf dieser Weebly-Seite bei mir sind alle meine Fächer nach Jahrgang geordnet als Link. Das heißt, wenn ein Schüler vergisst, wo das Unterrichtsmaterial von mir zu finden ist, muss er einfach auf meine Webseite gehen mit meinem Namen und dann sucht er da irgendwie Deutsch, zweiter Jahrgang und klickt da drauf, dann hat er alles wieder da. Also überlegen, wo ist ein Ort, der allen Schülern, die zu dir in den Unterricht kommen, eine Orientierung geben und wo sie sofort wieder dein Unterrichtsmaterial möglichst einfach finden. Das vierte Kriterium ist eine Art Unterrichtsfahrplan zu erstellen. Jetzt, ich habe in anderen Videos schon erklärt, dass ich oft meine Planung über 6 Monate mache. Und bei mir ist es so, ich stelle diese Planung den Schülern frei mit diesem Link, den ich euch vorhin erwähnt habe. Das heißt, meine Schüler können auf meine Planung gehen, sprich da sind auch Links drin, die dann zu Material führen, zu Unterlagen, zu PDFs und so weiter. Und sie können sehen, im nächsten Monat machen wir das, dann in 2 Monaten machen wir das, da haben wir vielleicht eine Prüfung, da haben wir eine Abgabe oder irgendetwas. Und das hat riesige Vorteile, weil es ist einfach ein großes Kommunikationsgefäß, wo die Materialien abgelegt sind, wo die Informationen sind, wo Daten drin sind und ich kann da auch wieder etwas ändern und sofort reinschreiben, dann sehen die Schüler eine Änderung und es ist sehr lebendig, dieses Dokument und die Schüler sind immer up to date, sobald sie auf dieses Dokument gehen. Und es ist einfach von Vorteil, weil es gibt viele Fragen, die sie mich gar nicht mehr stellen kommen müssen, weil sie selbst nachschauen können und so nicht die ganzen einzelnen Fragen beantworten muss, sondern sie einfach selbst nachsehen können in diesem Unterrichtsfahrplan. Und in meinem Fall ist es konkret ein großes Google Doc, das ich selber formatiert habe, aber es gibt auch zum Beispiel Google Classroom, das da auch ganz nützlich als App ist. Kriterium Nummer 5. Bring deinen Schülern Ordnung bei und zwar digital auf ihrem Tablet oder Computer oder was auch immer. Es gibt Schüler, die haben klassisch einen Rucksack, wo da am Ende der Stunde einfach die Blätter und Hefte reingeschoben werden. Und so sieht es oft auf den Tablets meiner eigenen Schüler manchmal auch aus. Deshalb muss ich meinen Schülern beibringen, jetzt macht ihr einen Deutschordner, jetzt einen Englischordner und jetzt einen was auch immer Ordner. Und jetzt tust du die Dinge schön ablegen und schön beschriften mit Datum und Name und Thema und so weiter. Und da die Schüler ein bisschen dazu zwingen, Ordnung zu halten. Weil es gibt immer noch heute Tausende von Erwachsenen, die eine Bewerbung auf ihrem Computer schreiben und 2 Wochen später ihre Bewerbung nicht mehr finden, weil sie es nicht mehr wissen, wo sie es digital abgelegt haben. Kriterium Nummer 6. Finde ein Tool, mit dem du Nachrichten an ganze Klassen oder an einzelne Schüler schicken kannst. Natürlich, ich habe vorhin erwähnt, dass ich ein gesamtes Planungsdokument habe, wo Informationen drinstehen und die Schüler informiert sind über viele Dinge, aber manchmal ist es ganz hilfreich, eine App zu haben. In unserem Fall, unserer Schule heißt es Beekeeper, aber es gibt da tausende Auswahlmöglichkeiten, nicht WhatsApp benutzen, um den Schülern Nachrichten zuzukommen lassen und auch um einzeln mit Schülern digital und zeitunabhängig und ortsunabhängig zu kommunizieren zwischendurch. Kriterium Nummer 7. Finde einen digitalen Abgabeordner oder ein digitales Abgabeordner-App, wo die Schüler Dokumente, Fotos, Videos, Tonaufnahmen abgeben können. Ich benutze persönlich Shobee, aber man kann auch mit Google-Ordnern Dinge abgeben. Google Classroom bietet das auch an, wo die Schüler, wie gesagt, PDFs oder verschiedene Textdokumente oder aus ihrem Heft Dinge abfotografieren können, was sie erarbeitet haben und dir so digital abgeben können. Und das Schöne ist einfach, dass du dann auch orts- und zeitunabhängig diese Unterlagen dann durchschauen kannst, um zu sehen, was deine Schüler erarbeitet haben. Und das letzte, 8. Kriterium ist, mit Cloud zu arbeiten. Es gibt ganz viele Leute, die mich jetzt wahrscheinlich gerne köpfen würden, aber ich arbeite seit praktisch 3 Jahren nicht mehr mit Word. Ich habe wirklich Word nur noch geöffnet, wenn mir Leute Word-Dokumente geschickt haben und irgendwie Google Docs das gerade nicht öffnen konnte, aber ich arbeite seit 3 Jahren nur noch mit Google Docs.
Und ja, klar, Google weiß alles über mich, bla bla bla. Ist jetzt halt einfach so. Aber auch auf Google Docs kann ich zum Beispiel Bewerbungen oder andere Dinge formatieren und ganz praktisch Dinge bearbeiten. Und der Riesenvorteil ist einfach, dass die Dinge immer automatisch abgespeichert werden. Sie können eigentlich nicht verloren gehen und selbst wenn das Gerät kaputt geht, kann ich über mein Smartphone oder über ein Tablet oder über den Computer einer anderen Person immer auf alle meine Dokumente zugreifen. So beispielsweise kann ich auch das App Kahoot benutzen. Kahoot ist wirklich ein tolles Quiz-App, das eigentlich eine Webseite ist und auch das ist cloud-basiert, das heißt nicht lokal gespeichert und deine Unterlagen können nicht verloren gehen, weil sich diese Firma, jetzt Kahoot oder Google oder andere Firmen, um die Speicherung davon kümmern und du kannst ganz unbesorgt jederzeit in ein Schulzimmer hineinspazieren mit einem digitalen Gerät, dich einloggen und alles ist wieder zur Verfügung. Okay, das war's für heute und auch wenn diese 8 Kriterien wirklich für das Technische bestimmt sind, der allerwichtigste Punkt ist immer noch, und das erwähne ich in meinen Videos immer und immer und immer wieder, ist einfach mit den Schülern Beziehung, Beziehung, Beziehung. Gerade in Corona-Zeiten mit Fernunterricht und Videokonferenzen, wo der Kontakt zu den Schülern einfach nicht mehr richtig vorhanden ist, da müssen wir uns einfach an der Nase nehmen und daran denken, in unserem Beruf müssen wir uns um die Beziehung kümmern. Und sonst kann das Lernen nicht immer wirklich sauber und mit Spaß funktionieren. Das war's für heute. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Irgendwann. Mal sehen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.